Herzlich willkommen von WOM Adventure. Ja, wir sind noch kurz in Isfahan, fahren dann aber weiter nach Qasmin. Zuerst mal zum Tierarzt, ein Angie hinter mir, die kriegt den sozusagen den Gips weg. Und dann werden wir sehen, wie es drunten aussieht. Ja, es geht hier unterdessen einiges besser, aber ja, sie kann noch nicht draufstehen, noch nicht drauf laufen. Es sind jetzt 3,5 Wochen vergangen, seitdem das passiert ist. Und wir hoffen einfach weiter, dass das gut kommt. Ja, und sonst geht es dann über den Berg auf einem Pass. Und da erleben wir das unglaubliche Wunder, dass wir da das irgendwie geschafft haben. Denn es war sehr gefährlich, aber seht selber. Viel Spaß beim Schauen. Heute statte ich mal dem Vogelgarten einen Besuch ab und da geht es hier über diese Brücke hinüber in ein überdachtes Gelände mit Netzen und da leben viele Vögel. Mal schauen, wie das hier aussieht im Iran. Ja, hier sind doch einige Vögel. Hier sind die Pfauen und die Menschen freuen sich davon. Und da flattert und schreit bei den Wellensittichen. Der Tokotukan-Vogel, der hat an seinem großen Schnabel natürlich echt zu tragen. Die zwei da oben, die schnäbeln. Ob die sich mögen, nicht so, oder? Aber die haben schon große Waffen. Tja, bei dem großen Becken herrscht wohl Wassermangel. Leider, leider. Es sind einige Vögel da, die eigentlich das Wasser bräuchten. Vielleicht wieder im Herbst. Flamingos gibt es auch, Rosane. Und da hat es noch Wasser für sie. Ich bin jetzt im Julfa, im armenischen Teil von Isfahan. Und jetzt gehe ich mal ins Musikmuseum. Da wird ein Musikinstrument und die Volksmusik recht schön näher gebracht hier. Während des 17. Jahrhunderts hat sich hier die Troubadourenkunst durchgesetzt. Zwischen 1604 und 1606 wurden hier 300.000 Armenier in Isfahan angesiedelt. Und sie haben hier den Stadtteil Julfa gegründet, den es bis heute gibt, mit seiner armenischen Gemeinde und auch seinen Kirchen. Ja, und hier werden die Musikinstrumente ausgestellt und tatsächlich auch hergestellt. Noch in dieser Werkstatt, in alter Handwerkskunst. Aktuell hier eine Harfenteil. Zum Abschluss dieses Tages hocke ich im Emirat Namakdan Kaffeehaus und da gibt es eine traditionelle Joghurtsuppe und hier sitzen wieder die Iraner und genießen das Kaffeehaus Flair. Und auch hier wird wieder Geburtstag gefeiert. Da gibt es immer Geburtstagsvorträge vom Restaurant. Zum zweiten Mal sagen wir Tschüss. Ja, wir standen diese Nacht bei der LKW-Werkstatt. Ja, und ich habe Freude an meiner neuen, schönen iranischen Scheibe für sage und schreibe 70 Euro. Mit blauen Streifen, im Iran produziert. Und es hat sogar einen Mercedes-Stern. Wir fahren weiter Richtung Qasmin, Richtung Norden. Und hier gesellen sich mal ein paar schöne Benz nebeneinander. Gemacht, ja, musste ich. Ja, okay. Genau, René muss immer Kasper machen. Diesel. Dann gibt's Diesel, ja. Wir sind also wieder raus, jetzt aus der Stadt Richtung Norden unterwegs und jetzt hier am Pandesh-Kordat-Staudamm und da hat es sogar noch Wasser.
was zur Jahreszeit Oktober doch eher selten ist. Und hier hat es echt schöne Natur. Gell, das tut mal wieder gut, so richtig viel Wasser zu sehen, wo doch der Iran um die Jahreszeit und sonst ja auch doch ziemlich trocken ist. Wow. Wir konnten jetzt von der Ostseite nicht direkt an den See fahren, weil es hier aufgehäufte Wellen gibt. Aber von der anderen Seite, Westen, da stehen die Einheimischen mit ihren Autos und genießen das Wasser. Wir sind unterwegs nach Qasim, haben hier übernachtet nach etwa 150 Kilometer Fahrzeit. Wir sind relativ spät losgefahren, kleines Wäldchen gefunden und dahinter ist sogar ein Stausee, aber man kommt nicht dazu. Aber hier durch dieses Wäldchen geht's. Ich habe wieder Diesel gekriegt, aber nicht an der Tankstelle. Ich habe gesagt, ich soll daneben fahren, dann haben wir rüber gepumpt. Nette Leute, merci! Ich habe schnell angehalten, weil mein Internet fertig ist. Und da frage ich immer Junge, diese Mädels da haben mir geholfen, die haben sofort aufgeladen. Und sie wollen nicht mal Geld, es kostet nicht viel, es kostet kein Euro, aber trotzdem, ich will unbedingt bezahlen, aber das ist echt schwierig. Ja, herzlichen Dank. Ja, wir sind jetzt mitten in Qasim angekommen. Die Nacht hatten wir zwar noch einen schönen Platz zum Übernachten. Und jetzt warten wir auf den Arzt. Bin natürlich wie immer nervös. Also der Arzt ist hier drin, daneben gleich so ein Reinigungsgeschäft für Kleiderreinigung. Und die kennen mich noch und jetzt haben sie mich zum Chai eingeladen. Hier drin. Hi. Ah. Hi. Thank you. Thank you. Very much. Ach, sind alle immer so freundlich. Wir sind in Qasim angekommen, in der Nähe der Tierklinik, wo wir schon mal waren. Und Angie muss jetzt hier zur Nachsorge und der Gips muss runter. Die Angie ist ja auf drei Beinen auch schon ganz flott unterwegs. Und da ist der Eingang unserer Tierklinik bei Dr. Kimia. Tja, Treppensteigen geht noch nicht so gut. Also sie ist meistens zu schnell. Wir müssen sie ein bisschen bremsen. Hier waren wir vor 2 Jahren schon mal zur Behandlung, damals mit Suri. René wird angezogen zum Röntgen als Schutz. Na, so glücklich guckt sie ja noch nicht, ne? Aber jetzt kommt dann erstmal die Fixation ab. Jetzt wird der Fixation aufgeschnitten, das sieht jetzt natürlich brutal aus. Aber die Angie ist ein bisschen sediert. Ja, das ist wie bei den Feinmechanikern hier. Wie immer muss der René selber Hand anlegen. Der kann nicht ohne, der muss da immer mitmachen. So, jetzt kommt das Ding runter. Ja, die Angie ist jetzt so ein bisschen sediert wegen dem Entfernen. Der René, du bist auch sediert. Okay, also und hat einen neuen Verband. Das muss noch ein bisschen gestützt werden. Und dann muss der René immer Füße bewegen mit Physiotherapie. Und so hat das innen ausgesehen jetzt. So, die Angie ist noch ein bisschen kütelig, weil sie eine kurze Betäubung gekriegt hat, wegen der Entfernung des Beines, also der Fixation. Und jetzt darf sie wieder runter. Aber irgendwie will sie, glaube ich, noch nicht laufen. Wir sind gerade in einem iranischen Restaurant gelandet, wo man alles Takeaway mitnehmen kann. Und das sind die leckeren Sachen, die es hier gibt. Alles italienische Spezialitäten. Und die iranische Spezialitäten. Irgendwie habe ich es heute mit dem Italienisch. Aber ich esse natürlich gern Italienisch. Ja, und das,
best food in the world in Europe. Best food. This is best food in the world. Best food, huh? Ab und zu haut es einen aus die Fresse, das gehört dazu. Das geil! Wow! Ja, die Jungs können es, hä? Der kommt auf YouTube, jetzt ist er sein Handy holen gegangen. So, jetzt geht's aber ab die Post. Die Sandra, wiss, wiss. Da düst sie mal, oh Gott, ich hoffe, sie hält sich fest. Die hat sicher Schissangst. Ich halte unterdessen seinen Helm. Okay, sie hat es überlebt. So, jetzt darf der René auch mal reiten. Schön festhalten. Da gibt's Healy. Also, okay. Und ab durch die Mitte. So, da hinten geht's lang. They will go for a jump, a little, not jumping, just a little mountains. Der René hat das vor 20 Jahren gemacht und jetzt soll er nochmal fahren. Ja, das sieht nach gemütlichem Berg- und Talfahren aus. Bravo! Da ist er wieder. No. Wolltest du jetzt fahren, René? Ja, ich wäre jetzt gefahren. Er soll mal hinten sitzen. Wir sind jetzt außerhalb der Stadt gefahren, haben hier übernachtet. Im Dunkeln noch, wegen dem Motocross-Fahren, haben wir noch lange gequatscht. Und ja, jetzt geht es dann auf einen Pass hoch. Ja, nach dieser gestrigen Zufallsbegegnung mit den Bikern, was echt lustig war, fahren wir jetzt weiter in die Berge und hier haben wir jetzt das erste Mal wieder Wolken, die uns begleiten, seit Monaten. Nebel. Und das ist jetzt ganz toll, da ist nämlich der Nebel in der Ebene. Ja, ich dachte, wir können über der Nebelgrenze stehen, Pause machen, aber der Nebel ist jetzt hochgezogen. Mann, das ist lange her, dass ich das erlebt habe. Ja, und sofort haben wir Iraner, die uns interessiert sind und begeistert sind. Die kommen von Aserbaidschan, haben sie mir irgendwie vermittelt. Alle kommen her, machen sich das Näslein. Wir fahren wieder mal durch schöne Berglandschaft einen Pass runter und auf der anderen Seite müssen wir wieder hoch auf 2700 Meter. Die Berglandschaft fühle ich mich wieder wie zu Hause. Geht extrem steil runter im zweiten Gang, aber wir haben eine super Aussicht hier. Wir fahren vorbei an abgebrannten Feldern jetzt im Herbst. Bevor es jetzt von 900 Meter auf 2700 Meter geht, sind wir nochmal in diesem kleinen Dorfladen einkaufen gegangen.
Jetzt sind wir definitiv angekommen in den Bergen. Ja, wir fahren über den Pass in der Nähe bei Lampesar und da geht es jetzt gerade mal richtig nach oben. Es wird langsam grün und damit auch immer schöner. Herbst auch im Iran und wir fahren vorbei an Haselnuss- und Quittenbäumen. Wir haben unser schönes Plätzchen erreicht, oberhalb vom Dorf, und haben diesen wunderbaren Ausblick. Da wir jetzt ja wieder in den Bergen sind und es auch kälter geworden ist, draußen 10 Grad, essen wir Raclette. Ah, wie geil ist denn das? He? Wir fangen nun den Morgen an und wir wussten nicht, was da alles auf uns zukommt. Eigentlich war geplant, ja mal kurz in einer Stunde vermutlich auf den Pass zu fahren und da oben zu frühstücken. Aber der Pass war eben nicht an der Stelle, die Iowerlander eingetragen hatte, sondern das war einer der Pässe, es waren insgesamt 3, kann man sagen, ungefähr auf gleicher Höhe, und der letzte, ja, der kam dann halt viel, viel später. Auf der anderen Seite ist der Pass, wo ich hoch müssen. Ja, wir kämpfen uns den Pass hoch im ersten Gang. Es ist so steil. Wir müssen 1000 Höhenmeter überwinden. Oben soll es Schnee haben. Die Einheimischen haben gemeint, wir sollen umkehren. Es hat Schnee. Ja, stellenweise extrem steil. Und das ist unsere Aussicht. Ja, Meter für Meter geht es hier weiter über raue Pisten, aber wir wurden ja auch vorgewarnt, denn Einheimische haben gesagt, mit ihren Fahrzeugen würden sie hier nicht fahren. Mit unserem sei es wohl möglich. Naja, okay. Wir haben noch 400 Höhenmeter und hoffentlich hat es da kein Schnee auf der Piste, da vorne hat es bereits. Jetzt sind wir voll in der Bergwelt hier angekommen, durch die Luft weht ein bisschen Schneekristall. Jetzt sind wir oben angekommen an einer der Passstraßen und da geht es dann wieder runter, da ist dann drüben Schnee am Berg. Das ist ja echt mal. Das war noch nicht der Pass, hier noch Erde. Aber sie hält. Jetzt müssen wir irgendwie da nach hinten. Oh je, du. Der René ist heute Morgen in Sorge um Angie schon nervös aufgewacht. Und jetzt muss er auch noch so einen strengen Pass. Ja, wir nähern uns langsam diesem Nachbarn. Und jetzt haben wir die Schneegrenze überwunden. Jetzt müssen wir jetzt durch den Schnee fahren. Das ist unser erster Schnee, den wir seit langem sehen. Da oben ist dann hoffentlich der Pass. Und dann hoffe ich, dass es auf der anderen Seite keinen Schnee hat und es nicht so steil runter geht. Ja, wir sind nur auf dem Pass und jetzt gehen wir auf sichere Höhe, auf 2000 Meter und hoffen, dass es nicht zu steil ist und auch kein Schnee hat, sonst haben wir ein Problem. Es
So, wir kriechen jetzt hier also weiter entlang am Nachtragpeak Berg, den wir gar nicht sehen, weil alles im Nebel ist. So, jetzt wohl endgültig den Pass erreicht. Jetzt ist ein bisschen Schnee und Wasser auf der Straße. Den Pass haben wir erst jetzt erreicht, 2077, und ja, solange es so ist, geht's. Vorne ist wieder kein Schnee, wir müssen jetzt runter unbedingt. Also es hat definitiv Schnee, vor mir ist auch einer mal gefahren, gestern vermutlich mit Schneeketten, Kleinwagen. Spitzkehre im Schnee und es ist auch etwas rutschig, also nass. Oh Mann, wir waren vor 4 Wochen noch bei 45 Grad in der Wüste hier im Iran. Der Iran ist so krass, jetzt sind wir bei 0 Grad und Matsch in den Bergen. Und wir rutschen hier. Zitat René, das ist nicht lustig oder lebensmüde, was wir hier machen. Immer möglichst auf den Steinen bleiben, weil links, wo Matsch ist, ist auch rutschig. Wieder schlammig, schmierig. Und wir sind immer noch im Nebel, vielleicht auch besser so. Wir sehen dann gar nicht, was uns so vor uns liegt. Also, uns ist jetzt hier echtes Lachen vergangen. Wir bricht hinten etwas aus. Das wird eine Kurve, René. Mann, man sollte auf die Einheimischen hören, wenn die sagen, nee, da nicht hochfahren, da ist Schnee. Ja, jetzt sind wir hier voll live dabei im Nebel. Auf Schlamm und so weiter. Ja, René ist ein good driver, aber wir hoffen, das reicht uns. Also für uns gibt es jetzt nur noch diesen Weg hier weiter, weil ein Zurück gibt es definitiv nicht. Da kämen wir nie wieder hoch. Der Nebel hat sich ein bisschen aufgelöst, so langsam sehen wir wieder was. Und die ersten Häuser kommen, da bin ich echt erleichtert. Noch 2 Kilometer, glaube ich, bis zu einem Dorf. Tja, ja, da hat der René gesagt, wir fahren da mal so eben über den Berg und dann fahren wir ans Meer. Weil dann ist das alles schön und entspannt. Das war es jetzt nicht, oder? Du sagtest, die sichere Straße gehen, alles Autobahn. Genau. Die ist noch Wasser. Ehrlich gesagt, habe ich mir das einfacher vorgestellt. Ich hätte mich ja, ein bisschen mehr Karten lesen sollen. Ich habe es vermutet, dass auf der anderen Seite, dass das anders aussieht, mehr Schnee ist, weil da mehr Schatten ist. Ja, mega heftig. Also haben wir jetzt so nicht erwartet. Aber ich glaube, das stimmt jetzt hinter uns. Hoffen wir auf jeden Fall. Jetzt weiß ich auch, warum der René früh nicht frühstücken will. Denn mit leeren Magen kann man sich auf so einen Scheiß wirklich besser konzentrieren. Oder was? Sonst
muss ich noch kotzen, wer weiß. Okay, das also ist ja es gab da eine Schlammpassage, das war bis jetzt das Schwierigste. Wenn ich da runter gucke, sieht es toll aus. Da bin ich echt hinten immer abgebrochen, in den Graben rein. Und ja, das war echt Glück, dass ich durchgekommen bin, sonst hätte ich mit Steinen und Sandblechen was basteln müssen. Weil hier kommt sonst keiner durch, der uns rauszieht. Null Chance. Denn das sind die Autos, die hier maximal durchfahren. Jetzt wird es hier auch wieder richtig steil. So ein Glück, dass wir das oben jetzt nicht hatten. So steil. Da ist das erste Dorf da drüben. Mit bunten Dächern, die sind so hübsch hier. Da vorne das letzte steile Stück. Sehr steil und dann sollte es gut sein. Das letzte schwierige Stück. Ja, ich habe den Fehler gemacht und hat ein Overlander einen Eintrag. Jemand hat da einen Eintrag gemacht, einen Pass eingetragen, aber der Eintrag war völlig falsch. Der Pass rutscht. War viel weiter. Er rutscht. Es rutschte. Aber alles grünen Bereich, weil man kann nicht links runterfahren, das ist am wichtigsten. Ui, ui, ui. So, das ist glaube ich geschafft. Und wir sind wieder auf der Straße. Boah, tief durchschnaufen. Und wir werden bestaunt fragen nach dem Weg, aber ich glaube, in dem Dorf haben sie noch nicht so viele durchfahrende Touris gesehen. In Separda ist das hier. Angekommen, Kaffee. Belohnungseis und die Herren diskutieren, wie verrückt wir sind, über diesen Pass zu fahren. Hier auf der linken Seite sieht man eindeutig, war da voll im Schlamm, im Graben, ein Bach floss da noch durch. Die andere Seite sieht nie so schlimm aus. Ja, knapp da durchgekommen. Hand er immer so? Hand er da immer so Schießwaffe? Das regnet ja. Language. Language, hä? Ja, im Nachhinein muss ich auch zugeben, es war schon ein bisschen riskant, ein bisschen verrückt. Erinnert mich an meine alten Zeiten, unterdessen bin ich zwar ruhiger geworden. Ich habe mir das natürlich völlig anders vorgestellt, war immer ein bisschen unter Anspannung. Ich dachte, ja gut, jetzt fahrst du mal hoch und wenn es da wirklich Schnee hat, kannst du immer noch umkehren. Immer das hatte ich im Kopf, aber dann kommst du immer weiter und weiter und irgendwann, ja, war da oben im letzten Pass wirklich Schnee, aber nicht viel. Und dann habe ich gesehen, eigentlich ist der fahrbar, also wir versuchen es. Und dann aber spätestens da, wo ich dann im Matsch gelandet bin, da habe ich dann gemerkt, jetzt ist die Lage ernst. Wenn dann nämlich das Heck hinten nicht das macht, was du eigentlich willst und einfach ausbricht, zur Seite geht, über 30 Grad, dann ist dann fertig lustig. Man muss dann gegensteuern und dann hängt man eigentlich 30 Grad am Hang entlang und fährt so weiter, was extrem schwierig war. Ich bin dann aber sehr langsam gefahren, wieder kurz angehalten und versucht, das Heck wieder gerade zu kriegen. Das war dann über 10 Meter der Fall. Und ja, schlussendlich wusste ich, jetzt steckst du drin, zurück kannst du jetzt nicht mehr, rückwärts, es ging leicht hoch, unmöglich bei dem Schlamm. Also musst du da irgendwie durchkommen und musst auch
froh sein, wenn da durchkommst, diese Passage. Aber dann war die Spannung natürlich da. Was kommt da sonst noch auf uns zu? Und wenn dann dieser Schlamm dann noch ein steiles Gelände hat, dann ist definitiv Feierabend. Das war mir immer im Kopf. Ich war natürlich nervös. Ja, das im Nachhinein betrachtet. Und ja, so war es auch. Aber wir haben es geschafft, Glück gehabt, kann man sagen. Ein zweites Mal würde ich da nicht drüber fahren. Ich würde es auch keinem empfehlen bei diesen Wetterverhältnissen. Klar, mit einem kleinen Fahrzeug, leichterem, geht das sicher besser wie mit meinem, der einfach extrem schwer ist hinten. Gut gegangen. Das ist ein 4x4. Keine Teerstraße, es geht hoch und runter. Also Abenteuer ist noch nicht fertig, aber es ist fahrbar. Auf der anderen Seite vom Tal ist eine Teerstraße, aber bis wir da hinkommen, dauert ein Weilchen. Jetzt hat es sogar noch angefangen zu schneien. Scheiße. Geht wieder steil hoch, der Boden ist zum Glück griffig. Kein Schlamm mehr. Ja, und plötzlich kommt eine Teerstraße, ganz neu. Das Wetter tut sich so langsam auf. Und zum Glück müssen wir da nicht links hoch. Wir sind auf 1000 Meter oben. Wir treffen auf eine Baustelle, die verlegen Röhren. Und der Rest telefoniert. So, machen wir mal Pause. Ja. Endlos zieht sich die Straße runter, dann wieder mal hoch. Ja, gestern Abend war es gar nicht so einfach, einen Übernachtungsplatz zu finden. Und es hat dann geregnet und es regnet immer noch. Da haben wir dann schlussendlich übernachtet am Rande eines Dorfes. Und da kam dann natürlich die ganze Nachbarschaft, hat geguckt, wer denn da ist. Es war schon dunkel. Später auch die Polizei hat uns kontrolliert, aber alles gut, sehr freundlich. Wir sind in einer sehr feuchten Gegend im Iran, nämlich am Kaspischen Meer, wo vor uns liegt und schwer zu erreichen, aber jetzt haben wir es geschafft. Wir sind am Meer angekommen, die ganze Nacht hat es aber gepisst, ihr seht's. Wir stehen da auf einer ganz kleinen Wiese und da hinten ist das Meer. Das Kaspische Meer, zum ersten Mal bin ich überhaupt am Kaspischen Meer. Ja, jetzt gehen wir ein bisschen laufen. Regenpause. Wir haben ja hier an dem Stellplatz ein trockenes Inselchen erwischt irgendwie. Denn es regnet den ganzen Tag. Die einzigen vorbeifahren sind hier die Motorradfahrer, die Fischer. So, das war es wieder von uns. Ja, noch eine Woche sind wir im Iran und dann geht es wieder raus. Okay, schön wart ihr dabei. Wie immer Daumen hoch. Danke für jeden, der mal auf PayPal was gespendet hat. Einer hat 10 Cent gespendet. Das war wunderbar, weil mit dem konnte ich 10 Liter Diesel kaufen. Ja, super. Also, danke und bis zum nächsten Mal. Daumen hoch.
Tschüss.